Hallo, das ist wieder Anne von den Lichtkräutern. Und heute habe ich ein ganzes Meer von Pflanzen für euch und habe mir eine rausgepickt. Das ist der stinkende oder gemeine Storchschnabel. Das ist hier in meiner Hand. Ein fieser Name für eine ganz zierliche, schöne Pflanze mit einem roten Stängel, ganz zarten Blättern. Und hier kommt dann später, ich denke mal so in ein, zwei Wochen, die rosa Blüte raus. Ja? Dieser Storchenschnabel wächst überall. Bleibt auch in Bodennähe und er hat ein ganz sanftes Aroma im Gegensatz zu dem Geruch. Ihr könnt ihn also hemmungslos, wenn ihr ihn sicher erkennt, in euer Essen schmeißen. Er regt den Lymphfluss an, entgiftet über die Lymphe, schützt euch vor Krebs und ist auch eine Kinderwunschpflanze, ja, eine Liebespflanze. Er scheint die Fruchtbarkeit anzuregen, den Eisprung zu fördern und uns weich zu machen, empfänglich zu machen. Also schützt vor Krebs, regt die Lymphe an, fördert Kinderwunsch. Und was er noch macht, ist ganz spannend. Als Tinktur eingenommen, löst er alte Schocks aus unserem System, alten Stress, der uns manchmal hindert, weiterzugehen. Also ein gemeiner Name für eine wunderschöne Pflanze, die überall wächst. Vielleicht probiert ihr ihn mal aus. Und um das noch ein bisschen genauer zu erklären, was hier sonst noch ist, wir haben hier, einfach damit ihr nicht verwirrt seid, wirklich eine Fülle an Schönheiten, ja. Das hier ist zum Beispiel der Weißdorn, eine Baby-Weißdornpflanze. Der kommt in anderen Videos auch vor. Der wächst dann ja später hoch. Hier hat er jetzt gerade mal 20 cm. Hier haben wir die gelbe Taubnessel. Vergiss mal nicht, haben wir hier. Hier ist mein Storchenschnabel. Wenn wir ein bisschen rüber wandern mit der Kamera, haben wir sogar noch ein kleines Johanniskraut. Auch das kommt in einem anderen Video vor. Ihr seht, wenn man sich einmal auskennt, ist die Natur eine wahre Fundgrube. Wie immer, wer mehr wissen möchte, guckt unter www.lichtkräuter.de.